halt noch ein bisschen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Die Höhle bringt hier irgendwie nichts, ne? Oder? Kriegt die irgendwas? Nee. Ist ja hier schon zu Ende. Na gut, gehen wir erstmal wieder hoch. Das muss ich kurz nochmal ausprobieren. Dieser Ego-Perspektive. Okay, kurz weg, warten und wieder rein. Das hoch. Also rückwärts geht gar nicht, ne? Also Ego-Perspektive kannst du echt vergessen. Die kannst du echt vergessen. Die kannst du echt in eine Tonne drücken, ey. Die ist ja richtig schlecht. GZ. Zum voll zerstückelt. Nice. Denn für einen Sturm. Egal, was du gemacht hast, hat ja funktioniert, ne? Lebenserhaltung offline. Nur wie er einfach weiterfährt.
weitergefahren, ist, obwohl er gar keinen Sprit mehr hat. Hat er trotzdem volle Pulle, ist er weitergefahren. What? Wie denn sowas? Hat keinen Sprit mehr, fährt aber mit voller Pulle weiter. Hast vielleicht so gemacht wie bei Skyrim, wa? Also Skyrim VR. Wo dann auch die Leute einfach so das Schwert so und dann machen die so wesentlich pro Frame ein immer Schaden, ey. Wie schnell die da irgendwelche Gegner dann getötet haben, nur weil sie ihr Schwert so. Ja, das ist wirklich so. Muss mal gucken, es gibt ja YouTube-Videos darüber, wo das Leute machen. Dann siehst du richtig, wie schnell die HP runtergeht von den Gegnern. Weil jeder Schwung sozusagen wie so ein Angriff gilt, ne? Dadurch, dass du auch so schnell hoch, runter, ist halt jedes Mal so ein Angriff. Bum, 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 bum. Und wenn die Waffe 20 Schaden macht, dann 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. So, wie sieht's denn aus? Gibt's hier keine Muscheln? Ja, ist ja bloß wieder so ein verschüttetes Scheißding. Da gibt's eine Muschel. Auf zur Muschel! Let's go! Direkt über mir. Ja. Fünf lebende Perlen habe ich bisher. Okay. Ja. Ich war auch immer dieser heimliche Herrenkämpfer. Am liebsten habe ich dann auch mit einem Dolch gespielt. Weil der halt diesen extrem hinterhältigen Buff hat. Mit Schaden mal 32 oder sowas. Das ist richtig krass. Auf einmal kommen die ganzen Muscheln raus hier. Findest du eine, findest du gleich noch eine zweite. Aber in gegengesetzte Richtung. Der wäre typisch.
Machen wir mal erstmal die hier. Dann die. Und dann die. Okay, können wir nicht, weil da anderes Zeug wieder im Weg ist. Die 5 Perlen ja auch eingesammelt. Gibt's hier irgendwo noch was? Hm. Hast du denn auch gerne mit der Bruderschaft gespielt? Oder war es dir egal, mit was du gespielt hast? Oder hast du eh alle gemacht? Da ist ja ein dickes Auge, was ist das denn? Ich hab noch nie gesehen. Davon kriegt man die Augen. Davon kriegt man die Augen. Alle mal durchgemacht, Challenger mal gemacht. Ja, sofern du es natürlich konntest, ne? Manchmal hattest du ja auch irgendwelche Bugs. Dann konntest du ja bestimmte Sachen nicht mehr machen. Aber das habe ich auch immer versucht. Einem Durchgang versucht alles zu machen. Komme ich da irgendwie noch ran? Nee, ne? Spiel es mich irgendwie nicht. Ja, wollte ich sagen, müssen wir wohl wegbomben, wa? Und tschüss, weg mit dir. So, jetzt darf ich auch ran. Sehr schön. Am liebsten hatte ich auch dieses, den Deutsch mit den Astrid immer hatte. Den habe ich auch am liebsten gespielt. Deutsch des Wehklagens oder so hieß der, glaube ich. Bin gar nicht so sicher. Alles schon so lange her, ey.
War das ein Achievement Challenger oder was? Das Ding ist so bei Skyrim Classic, ich nenne das jetzt mal Classic, ne? Aber habe ich auch alle Achievements gehabt. Und dann kam ja irgendwann noch hier diese Skyrim Anniversary Edition oder sowas. Ne, mit diesem Creation Club und so. Aber da habe ich dann nicht mehr alle Achievements geholt. Solarspiegel. Was ich noch machen? Achso, du hast privat so eine Challenge gemacht. Ah, ich verstehe. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Vor allen Dingen, bei Fallout. Wegen komplett nackt, keine Waffen im Survival-Modus oder irgendeine Scherze. Habe ich tatsächlich auch geschafft irgendwann. Aber war super schwer gewesen. Schlimmste ist ja aber einfach nur, dass du nicht jederzeit speichern kannst. Und dann hatte ich auch manchmal die Situation dann bei Fallout 4, dass du so eine Stunde gespielt hast oder so und dann ist das Spiel einfach abgecrashed. Einfach tot. Und die Stunde, weiß ich nicht, ist dann einfach verloren, ne? Also. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du halt einen Modi zockst, wo du nicht jederzeit speichern kannst, wie du bockig bist, ne, also. Und dann das Spiel einfach so nach einer Stunde oder so, oder nach zwei Stunden so völlig wegraucht. Dann abstürzt und ja. In der Zeit hat das Spiel nicht einmal gespeichert. Alles weg. Geschichte. Ja, aber wie gesagt, ich habe das dann trotzdem irgendwann durchgespielt. Weil irgendwann kam dann auch der Punkt, dass wenn du halt nur mit Fäusten spielst, ohne Rüstung, klar haben sie dich alle immer noch so gewone-shottet. Ja, gar keine Frage. Ja, gar keine Frage, aber dadurch, dass du aber auch ohne Rüstung denn rumrennst, weil das Schleichen basiert nämlich darauf, auch wie schwer deine Rüstung ist. Je schwerer deine Rüstung vom Gewicht her, desto leichter wirst du auch entdeckt. Und dadurch, dass du aber keine Rüstung hast,
Also stellenweise, ne, konnten die wirklich an dir vorbeilaufen und die haben dich halt nicht gesehen, so. Die waren so einen Meter neben dir und haben dich dann halt nicht gesehen. Die einzige Schwierigkeit war dann halt, die Gegner so zu töten oder außer Gefecht zu setzen, dass halt andere nicht auf dich aufmerksam werden und dann doch irgendwie dich mit einem Schuss töten, ne? Ah ja, genau, Special Edition hieß die. Ja, stimmt. Ja, ich wusste jetzt nicht mehr den Namen, deswegen habe ich einfach irgendwas gesagt. Weil ich meine, wie viele Versionen gibt es denn von Skyrim? Super viele Versionen. Oh ja. Das habe ich auch versucht. Aber ich habe es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Ich habe nicht nur mit Clown angreifen, ne, mit der Katze, sondern ich habe auch gesagt Permadeath. Aber ich glaube, so nach dem 20. Tod habe ich dann gesagt, so, okay, nee, doch, kein Bock mehr. Gucken wir mal, ob das klappt. Verbraucht, was ist denn los hier? Ey? Bock gehabt, 1982, Servus. Ja, bei mir ist alles gut. Wie sieht es denn bei dir aus? Alles gut bei dir? Ich glaube, lebende Perlen habe ich jetzt erstmal genug. Ja, ich glaube, lebende Perlen habe ich erstmal genug. Wir sammeln erstmal weiter Sulfid ein. Alles bestens, das freut mich. Markieren, so, da. Na, wo ist es markiert? Ne, der sieht ziemlich leer aus. Ja, ist es markiert.
Ich warte mal auf 6 Teil ab. Fallout 5 würdest du dann nicht holen, oder was? Du wartest extra auf den 6. oder meinst jetzt Elder Scrolls 6? Gestern in meinen Stellen für das Scannen der Planeten. Cool. So ein komplettes System oder was? Ein komplettes Sonnensystem oder wie? Ja, mal gucken, die lassen sich ja immer so viel Zeit zwischen den einzelnen Spielen, ne? Das Problem ist immer bei den Spielen, die sind immer so altbacken, ne? Dann, wenn das Spiel rauskommt, ne, ist die Technik schon wieder veraltet. Eine neue Pflanze, die sieht aus wie jeder andere auch. Zu nahe. Ja, das habe ich auch gehört. Die wollen erst Elder Scrolls 6 machen, bevor sie dann an Fallout 5 weitermachen. Aber zuerst kommt Starfield. Es kommt Starfield, dann Elder Scrolls 6 und dann Fallout 5, genau. So haben sie es zumindest gesagt, ne? Thank you.
wird immer irgendwie durch die Gegend geschubst, ey, durch diese komischen Mini-Fische, die hier mal rumschwimmen, ey. Echt belastend. Die brauchen wirklich extrem lange, ey. Die brauchen wirklich lange für so ein Spiel. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Obwohl die so lange brauchen. Ja, obwohl die so lange brauchen. Sind die Spiele trotzdem immer noch unfertig, weißt du, wenn sie auf den Markt kommen. Das ist eigentlich das Traurige daran, oder? Entwickeln da so ein Spiel, weiß ich nicht, 5 Jahre und das ist immer noch nicht fertig. Sag niemals nie, doch. Meine, jetzt lachen wir noch drüber, weißt du, aber sag niemals nie, doch. Kann durchaus passieren, ja. Kann durchaus passieren. Aber jetzt malen wir mal nicht den schwarzen Peter an die Wand, nee. Microsoft wird ja da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Schließlich gehört den ja jetzt der Laden. Nummer 3.
Nummer 3. Nummer 3. Guck ich mal, ob ich hier Nummer 3 baue, dann kann ich so direkt drauf zugreifen. Das ist nicht verkehrt. Strom hätten wir ja, wa? Auch nochmal try. Wie zu nah am Raumschiff. Der muss das halt ein bisschen weg. Denn zu nah am Raumschiff. Ja, man kann nur hoffen, dass die Spieler diese Spiele dann halt einfach meiden. Siehst du? Spiel einfach nicht kaufen und gut ist. GZ. Sieht schön in die Seite gepikst, ja. So, wie fahren wir denn jetzt davon? Das sieht ja doof aus. Wie fahren wir denn jetzt davon? 120, 126. Ja, damit kann man noch einiges machen. Ich gehe nochmal kurz zurück, weil ich meinen Platz nochmal frei machen möchte. Nee, mit dem Finger. Piep. Kennst du das nicht? Wenn man hier so in die Hüfte bei anderen so reinpiekt und dann springen die immer so nach oben. Kennst du das nicht? Wenn ihr macht, hättest du in die Seite pieksen.
Stimmt, der hat ja auch schon wieder was Neues. Archive besuchen, Konstruktionsdatenbank durchsuchen. Pläne werden heruntergeladen. Archive durchsuchen. Was habe ich gekriegt? Ein Scanner-Modul. Und was noch? Was? Scanner-Modul? Ammoniak oder Ionenakku? Wir noch einen Konvergenzwürfel. Platin habe ich auf jeden Fall. Also bräuchte ich hier unten noch einen Slot. Kann ich den hier so rübersetzen? Dass der mehr einen besseren Buff kriegt. So, Scanner-Modul. Scannsysteme des Multi-Werkzeugs. Was habe ich denn so einen Scanner sagen? Aufladezeit, Scanradius. Fauna-Analyse. Oh Mann, ich kann weg. Kann weg. Ja, aber Zahnstocher tut ja weh. Der Finger tut ja nicht so weh. Startsystem Landegerät. Automatische Wiederaufladung. Magnetisierter Resonator. Wo ich ihn selber herstellen kann. Theoretisch, ja. Schade, dass er die Sachen aus dem Lager nicht rausnimmt. Dass er das nicht automatisch mit einberechnet. Ich hatte doch ionisiertes Kobold, hatte ich doch schon. Wo ist denn das da? Aber wie viel brauche ich davon? Zwei Stück. Kriege ich doch hin, Mensch, siehst du. Startschubdüse wird jetzt automatisch aufgeladen. Richtig geil. So ist das Raketenwerfer. Teleportempfänger. Gerät, das Standardkommunikationssignal eines Raumschiffes umwandelt, um den Transport von Materie und Daten zu ermöglichen.
Raumschiffe, die mit einem solchen Gerät ausgestattet sind, können in Verbindung mit den Exo-Anzugprodukte und Substanzen über weite Distanzen schicken und erhalten. Das ist das, was ich glaube oder was ich denke? Dass ich meine Sachen jederzeit hier zum Raumschiff schicken kann? So, Fernsensortechnologie, ein Upgrade für die riesigen Sensoren des Raumschiffs. Mit diesem Gerät kann der Benutzer auf wirtschaftliche Daten eines Systems zugreifen, ohne es besuchen zu müssen. Yes. Cadmium-Antrieb. Oh, den brauche ich. Also, wir müssen Kabelbäume kaufen. Wir müssen die kaufen. Wie viel brauche ich denn insgesamt? Das will ich jetzt nicht machen. Wir brauchen zwei Effizienzdüsen. Da haben wir schon was Besseres drin. Aber die könnte man noch dazu packen. Ist ja egal, wenn sich das alleine auflädt, bräuchte das nicht. So, zwei. Also, ne, eigentlich drei. 4, 7. 7 Kabelbäume, einen habe ich schon, also brauche ich noch 6. Sechs Kabelbäume und keinen kann ich kaufen. Nice. Das heißt, ich muss auf eine Raumstation. Oder zu einem Handelsposten. Müssen wir mal gucken. Ja, probieren wir mal aus. Wird schon schief gehen. Was hat er gesagt? Sechs Kabelbäume brauche ich, ne? Dass ich die aber auch nicht selber herstellen kann. Ja, geh weg. Haben wir schon besucht, haben wir schon besucht, alles klar. So, Kabelbäume. Sechs Stück. So, drei, vier. Drei. Okay. Einen hatten wir ja schon. Cardiumantrieb. Das ist für den Hyperantrieb, oder was? Ah, cool. Genau richtig gebaut. Dann machen wir 5 Mikroprozessoren brauche ich noch und einmal Antimaterie. Haben wir noch zu Hause? Die haben wir noch zu Hause. Halt bestimmt noch 10 Stück oder so. Lass uns mal lieber die nehmen. Couchtier. Vielen Dank für den Raid. Leider musst du hier Follower sein, um reden zu dürfen im Chat. Hallöchen an alle Raider da draußen. Vielen Dank für den Raid, wirklich. Dankeschön. Und willkommen im Stream. Hast selber No Man's Sky gespielt? Nice.
Nice, nice. Warte mal. Kann ich ja noch umwechseln. Was brauche ich jetzt? Mikrochips. Mikrochips. Wo habe ich die denn eingelagert? Ja, ah, guck mal, 20 Stück habe ich nur. Wir brauchen eigentlich bloß 5, ne? Das kommt hier hin. Raumschiff. Ist ja egal, das werde ich ja sowieso nochmal neu ausrichten. Das kommt hier hin. Wirtschaftsscanner, den baue ich mal dahin. Im Moment nicht, nee. Glaube ich. Muss noch mal Mädchen fragen wegen dem Mist. Ach, guck mal, lädt eigentlich auch relativ schnell auf, sehe ich gerade. Gar nicht so verkehrt, also wenn du den so eine Weile stehen lässt. Ja, doch, 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 doch. Den werden wir hier auch noch mal bauen. Brauche ich noch mal 2 Kabelbäume? Eigentlich bräuchte ich noch mal 5. Gerade. Eigentlich bräuchte ich 5. Und so ein Gel. Wo ist denn hier das Gel? Ich und meine Ordnung, ey. Einfach reinschmeißen. Geh. Ich glaube, hab gar keins, ne? Muss ich es selber herstellen. Oh doch, hier haben wir eins. Dann brauche ich jetzt nochmal 5 Kabelbäume. Let's go. Noch gucken, wo ich diesen Korvax-Würfel herkriege. Das ist immer so eine Sache, oder? Fünf waren das, ne? War jetzt nur ein bisschen effizient, aber dadurch kann ich halt doch noch mal weiter öfter starten. Dann haben wir noch den Scanner. Wird langsam. Wir brauchen noch ein paar Warp-Zellen, aber noch haben wir genug. Hier brauche ich jetzt noch mal 3 Kabelbäume.
So extra 5 gekauft. Wo sind die denn hin? Oder nicht? Steht gar nicht da, dass es schon fertig ist. Jetzt sagt er es, egal. Jetzt sagt er, es ist fertig. Finde oder kaufe Kovax-Konvergenzwürfel. Ja. Sammle oder raffiniere? Was? Man kann ja doch raffinieren. Katalog. Also, oder? Ja. Rezept anpinnen. Oh, ich habe hier noch irgendwelche Missionen fertig. Kann ich die hier auch abgeben? Mach ein Foto auf einer vulkanischen Welt. Konnte ich dir denn abgeben, war das hier? Achso, der Mist. Aber eh noch genug Karten. So.